Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Satisfactory. In der letzten Folge haben wir ein zweites Stockwerk dran gehauen hier. Und ich habe noch mal ein bisschen was durchgecraftet. Und ja, mein Inventar sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus. Ja. Also ich habe auf jeden Fall ein bisschen Zeug jetzt, weil ich habe die ganzen Zeug vom Abbauen, habe ich das auch alles wieder vercraftet. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen Zeugs. Ich könnte zum Beispiel das machen oder das machen. Ich könnte auch gleich was von Stufe 2 machen. Beispiel das hier oder das hier. Was ist denn wichtig? Also gerade habe ich Ding nicht. Kettensäge würde ich gerne machen. Ich wollte echt schauen, wie das Crafting-Rezept dann später ist. Ja gut, ich mache mal das hier. Ja. Dann haben wir eine Kettensäge und damit bekommen wir auf jeden Fall einiges besser an. Moment. Damit bekommen wir einiges besser an. Haben wir das noch rein, das noch rein, das noch rein, das noch rein, das noch rein. Und dann sortieren wir nochmal Inventar. Gut. Da bekommen wir einiges mehr an den ganzen Zeug, also mehr von dem, ja, mehr von diesem Gras zu bekommen und mehr Energie halt zu bekommen. Das hat der nämlich gar nicht gesehen, ja. Das ist ja jetzt halt kein Problem, das zeige ich euch kurz. Das ist eh gerade Power aus. Also, normalerweise haben wir ja, wir haben freigeschaltet im Meilenstein Stufe. Hier, Hilfsmittel, haben wir hier den Biobrennstoff freigeschaltet und den verwenden wir jetzt auch, weil der ist vom Verbrauch her besser als die Biomasse. Und das funktioniert folgendermaßen: Wir craften einfach Biomasseblätter oder Holz. Was man halt bei der Kettensäge auch bekommt. Es geht ziemlich schnell. Und dann craften wir das um zu Biobrennstoff. Und den Biobrennstoff können wir dann hier in die Dinger hier hauen. Ja. Simples Zeug. Ja. Ich werde mal hier den Biomass Generator bauen. Brauche ich kurz. Ach, haben wir ja gar keine Stangen. Habe ich keine Stangen mehr? Oder ich habe alle vercraftet? Oder ich habe echt alle vercraftet? Oh mein Gott. Okay, in dem Fall müsste ich dann craften tatsächlich. Okay. Ja gut, kein Problem. Kriege ich hin. Ist es voll, okay. Kriege ich 50%? Hm. Okay, gut. No power. Was? Sicherung rausgefallen. Ach, kein Treibstoff. Ich hatte jetzt reingeschmissen. Ach, ich hab's da nicht reingeschmissen, weil ich wollte ja erstmal Ding machen, noch einen dritten. Q, das heißt, crafte kurz ein paar Stangen. Ja. Machen wir kurz die 50 durch. Zack, damit haben wir erstmal wieder ein paar. Sollte auf jeden Fall reichen, um den zum auf jeden Fall zu bauen. Habe ich genug, um. Ja, dafür habe ich genug. Okay. Ah. Ja, das nächste Schritt ist sowieso dann, dass den Hub mal auf Blöcke drauf zu stellen. Der steht echt einfach irgendwo rum. Na gut, ich mache jetzt erstmal hier als Energieding hier den Generator. Okay, und da haben wir jetzt Treibstoff rein. Und dann haben wir hier Treibstoff rein. Und hier haben wir Treibstoff rein. Ist dran oder eher ist an, Tatsache. Ich dachte eigentlich, dass der Strom ausfällt, weil. Ach, wahrscheinlich, ach, weil ich ein paar Sachen wieder quasi getrennt habe. Deswegen ist er noch nicht ausgefallen. Gut. Springen wir mal oben auf den Dinger drauf. Nein, nicht falsches Fundament. Nehmen wir mal das Fundament, das hier nochmal. Platzieren das mal. So.
Da können wir so hier oben drauf kommen. Erstmal noch keine Leiter. Später, ich werde die Sprungflächen einfach verwenden und die Gehwege, um hier einen guten Weg nach oben zu machen. So habe ich das letzte Mal auch gemacht. Das funktioniert echt voll gut. Mache ich dann wieder so. Und da drüben gibt es auch noch so ein Feld wie da vorne. Also, falls wir davon noch was brauchen, von dem Beton, können wir das da auch draufstellen. Machen wir dann wahrscheinlich auch noch. Also ansonsten gibt es halt noch den anderen, der da drüben irgendwo ist. Aber wenn ich den holen will, dann brauche ich halt relativ viel Kabel und viele Platten auch. Und naja, mache ich später. Erstmal bleibe ich mal hier in der Nähe. Das ist einfach einfacher. Okay. Also. Wir den Splitter hin. Hier brauchen wir jetzt nämlich einen Splitter. Und der Splitter splittet die hier auf in A. Ah, fehlen mir die Dingplatten. Die verstärkten Platten. So, habe ich nicht mal alle 10 durchgecraftet, warum nicht? Okay. Gut. Jetzt bauen wir hier den Konstruktor hin. So hier. Und den daneben. Sieht ein bisschen komisch aus, machen wir hier mal noch ein Fundament hin. Und da auch. Gleich hier rüberlaufen. Und dann platzieren. Ah, verdammt, ich hab die. Ah, mein Gott, ich hab die verdreht, kein Wunder. Na, auch gut. Okay, na gut, dann platzieren wir die nochmal richtig. Also, Constructor. Okay, A und B. Und dann hier machen wir Eisenstangen. Eisenstangen. Und da drüben machen wir Eisenplatten. Genau. Und dann platzieren wir hier ein bisschen Strom. Ach, crap. Okay, na gut. Dann muss ich nochmal hochlaufen. Ich habe es nicht geschafft zu springen, weil ich, keine Ahnung. Ich weiß ja dann einfach nicht, wie das geht. Tut mir leid. nein, also, ich habe einfach vergessen zu springen. Bam. Okay. Ja. Okay, Knopf drücken. Perfekt. Passt. Verbunden. Jetzt produzieren die auf jeden Fall auch. So. Und dann machen wir hier hinten ein bisschen Fundament. Und dann machen wir hier nochmal nach Konstrukte. Habe ich ja gar nicht mehr, glaube ich, genug, oder? Warum habe ich dafür noch genug? Ich glaube, ich habe sogar genug dafür, warte mal. Ja, habe ich tatsächlich, okay. Weil dann würde ich hier jetzt noch einen platzieren. Ein Constructor. Der geht von da nach da und der produziert die Schrauben. So. 90. Ja, die kann ich gar nicht alle exportieren, so schnell wie die hier rein. Ding aus. Ah. Der braucht 15 und ich produziere hier. Ah, ich produziere 15. Das passt sogar. Okay. Ja. Jetzt sehen wir noch mal ein bisschen hier Fundamente.
Okay, da hat dann erstmal ein bisschen Platz hier. Und jetzt platziere ich mal die Lagercontainer einmal. Hier. Und dann da. Und dann wir drei und platzieren das von da nach hier und das von da nach da. Und da haben wir die Lager. Jetzt brauchen wir nur noch hier Strom. Okay, perfekt. Da kommen jetzt noch kommen jetzt Schrauben raus. Was mich ein bisschen stört, ist, dass die dass ich mit der Geschwindigkeit hier nicht mithalten kann. Also dass hier der wird verlangsamt, ja. Es wird sich auf Dauer ein bisschen stocken. Weil auf Dauer wird die Maschine nicht mehr mitkommen. Die wird sich aufstauen und dadurch wird alles ein bisschen verlangsamt, ja. Weil der halt 90 produziert. Das heißt, ja, ist zu viel. Also ich bräuchte zwei von denen, damit ich die exportieren kann. Also Sache ist halt, dass ich halt das halt dieses Conveyor Belt ist nur 60, kann nur 60 Items die Sekunde produzieren. Minute. 60 Items die Minute, nicht Sekunde. What the fuck? Das heißt, jede Sekunde ein Item. Und das reicht nicht, weil hier kommen nämlich 1,5 Items pro Sekunde raus. Oder auch 90 Items die Minute. Gleiches Ding. Naja. Muss ich fürs erste Mal so lassen. Ja, genau. Ja. Da wird es on the fly, das schon mal produziert. Dass hier die Platten werden hier auch on the fly produziert. Genau. Das müsste soweit erstmal alles funktionieren. Genau. Dann. Wie sieht es hier gerade beim Concrete aus? Schauen wir mal rein, was da drin ist. Ja. Ein bisschen was, okay. Das ist gar nicht so schlecht. Ist okay. Fülle ich einfach wieder auf. Ansonsten. Als nächstes wäre oben vielleicht mal wieder eine guter Ansatz. Wie sieht's denn aus mit meiner? Da ist alles da, was ich brauche, ja. So, bauen wir das aufeinander. Weil die sind ja schon im richtigen, der richtigen Ausrichtung. Wenn hier oben alles in der richtigen Ausrichtung ist, baue ich mir hier so einen Weg vor. So, da haben wir es. Jetzt nehmen wir den kurz weg. Und den hier auch. Und ich drücke mal Escape. Aber so, das stört mich ein bisschen. Kann ich theoretisch entfernen, wenn die Kettensäge schon fertig ist. Wenn ich die Kettensäge schon bauen kann. Prinzipiell kann ich das, aber praktisch gesehen vielleicht nicht, weil vielleicht habe ich nicht genug Stuff. Schauen wir mal. Ja. Das da oben kann erstmal der Weg kann prinzipiell weg. Lass mal ein paar hier stehen. Die hier. Da kann ich dann auch wieder dran bauen. Ja.
Ich mag es nicht, wenn Zeug außer Alignment ist, also dass es nicht aufeinander passt. Ich könnte die so, wie sie jetzt gerade sind, auch wieder zusammenbauen, gut, weil die vom Ding her aneinander mal waren. Und das ist, ja, das produziert auf jeden Fall. Das ist sehr gut. Gut. Holen wir mal eine Kettensäge. Schauen wir mal, wie viel das eigentlich kostet, ne? Wird wohl ein bisschen was kosten. Aber immerhin haben wir auf jeden Fall schon mal eine On-the-Fly-Produktion. Das ist sehr wichtig. Ja, weil da müssen wir jetzt quasi nichts mehr machen fürs Erste. Das hier wird auf jeden Fall einfach die ganze Zeit ein bisschen was gemacht. Das ist nice. Und ansonsten machen wir jetzt hier oben genau die Kupferproduktion, ein bisschen on the fly, das fehlt hier noch. Und ansonsten schalten wir hier jetzt mal nächstes frei. Machen wir die hier, ja. Ansonsten brauche ich jetzt das Crafting Table. Habe ich jetzt gerade nicht. Ist da noch was drin? Ah, ja, ist, oh ja, ist eine Menge drin, okay. Ich werde mal kurz hier alles ablagern, das ich habe. Aber stopp, ich nehme mal kurz das Zeug raus, was sowieso in den anderen reinkommt. Das hier, das hier, das hier, das hier. Das hier. Das hier muss ich noch verkraften. Muss ich dann selber machen, ja. Gut, das passt erstmal. Und dann machen wir hier das hier da rein. Und sortieren das. Naja, ist ja egal. Wenn ich so abbaue, bekomme ich es ja sowieso. Ja, jetzt wird das Ding natürlich stehen. So. Der alleine reicht ja nicht. 5. Ach, verdammt zu teuer. Ich brauche mehr von dem Concrete. Ich hoffe, da ist noch genug da. Weil produzieren tut es ja nicht, bis ich es wieder neu platziere. Reicht vielleicht, um gerade mal 6 von den Dingern zu platzieren. Ich brauche ja 6 Stück. Ansonsten baue ich halt noch welche andere ab. Jetzt reicht sogar für eins mehr. Ich mach mal 8 zur Sicherheit. Da habe ich hier was Platz, um hier was drauf zu platzieren. Gut, und dann platzieren wir den hier hin, den Hub. Ich mach den mal ein bisschen an die Ende hier. Schauen wir mal. Hub. Anscheinend so. War wohl das Beste, was noch gepasst hat. Wahrscheinlich wegen dem Platz, wegen der Plattform hier. Ja, das war ziemlich gut, ziemlich genau. Mag ich so. Kann man auf jeden Fall so einloggen. Brauch Stangen plus was? Stangen plus Kabel. Oh mein Gott, das habe ich beides gerade nicht. Wie gute Kabel kann ich kurz machen. Aber nicht hiermit. Kabel, das sind meine. Und ja, sortieren. Das ist das erste Mal so. Dann kann ich so es hier anschließen. Und ziehen wir die so zusammen.
Passt. Produktion ist back on business. Dann nehmen wir das Zeug wieder, dann alles nehmen. Sortiert den Stuff durch und ja. Okay, und jetzt fehlt dann nur noch da oben. Okay, also. Aber die Folge ein bisschen kürzer. Und ja. Ich würde sagen, Zwischenfolge, ich werde jetzt ein bisschen das Zeug, was ich jetzt auch hier habe, auf jeden Fall noch durchcraften. Vielleicht auch noch mal ein bisschen was anderes. Und ich werde mal das hier schon mal mit Strom verbinden. Und in der nächsten Folge werden wir das dann auch ein bisschen anschließen. Und ja, nehmen wir das hier noch raus. Es ist noch nicht mehr so viel gekommen wegen dem, weil ich es gerade eingeschaltet. Ja. Ja, seid gespannt für die nächste Folge. Bis dann und ja. Bye bye.